Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder um einen Haul. Ich war bei Rossmann und bei Müller einkaufen. Es ist nicht super viel geworden, es ist aber auch nicht wenig. Es ist so ein gutes Mittelmaß, würde ich sagen. Es sind so ein paar limitierte Sachen mitgekommen, neue Produkte mitgekommen. Und ich habe hier auch noch zwei Produkte von DM stehen. Das ist so eine Special Edition. Die gab es jetzt Ende Juli, Anfang August kam die raus. Und meine Schwester war für mich zu dem Zeitpunkt kurz im DM und hat mir zwei Produkte von der LE gekauft, die ich haben wollte. Und weil die wahrscheinlich nur kurz im Sortiment sein wird, bis sie eben ausverkauft ist. Und deswegen habe ich meine Schwester losgeschickt und sie hat mir dann lieberweise die zwei Produkte gekauft, denn sie arbeitet irgendwo, wo sie eben an einem DM vorbeifährt. Und wegen zwei Produkte fahre ich halt eben nicht selber in DM. Deswegen, ja, hat sie mir die Produkte mitgebracht und die zeige ich euch jetzt auch einmal schnell am Anfang. Aber die meisten Produkte sind eben aus Rossmann und Müller. Und zwar hieß die Reihe oder heißt die Reihe von Balea Sunny Side. Und da gibt es einmal hier so ein 2-in-1 Produkt quasi. Shampoo und Spülung duftet nach einer warmen Meeresbrise für jedes Haar. Das hat einmal oben das Shampoo und unten eben die Spülung drin. Ist so zweigeteilt. Gab es schon öfters so Shampoos und Spülungen und ich habe mir halt nur ein Produkt davon ausgesucht, weil ich halt eben dachte, okay, das ist vielleicht mal ganz gut, wenn man irgendwo hingeht, kann man einfach so das Doppelpack mitnehmen. Aber der Duft ist echt genial. Hätte ich nicht gedacht, weil so warme Meeresbrise hört sich jetzt für mich jetzt nicht so spannend an. Aber das riecht tatsächlich echt unglaublich gut. Also da bin ich sehr gespannt, wie es dann unter der Dusche riecht. Ja, es sind 2x150 ml, also wird relativ schnell leer gehen, wenn man es dann regelmäßig benutzt. Und aus derselben Reihe gibt es noch ein Rasiergel. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Produkte. Peeling und Deo-Spray und alles Mögliche. Und das Rasiergel davon wollte ich auch unbedingt haben, denn das ist mit Cooling-Effekt. Und das fand ich ganz interessant. Reichhaltig pflegend mit Cooling-Effekt für empfindliche Haut. Das fand ich halt irgendwie interessant wegen diesem Cooling-Effekt. Ich wollte schauen, ob das tatsächlich funktioniert. Dass es eben die Haut dann kühlt und inwiefern das kühlt, also wie stark, bin ich auf jeden Fall gespannt, werde ich testen. Ich habe aber jetzt erst noch das von Aveo in meiner Pflegekiste, deswegen werde ich das dann danach benutzen. Genau, das waren die 2000 auch DM. Dann kommen wir jetzt zu Rossmann. Da durfte zu einem dieses Produkt mit. Ich bin ja nicht so der Fan von duftfesten Produkten, was eben Shampoo und Duschgel und so angeht. Aber dieses Produkt von Foamy wollte ich ganz gerne testen. Und es gibt jetzt nämlich diese 20 Gramm Probe-Seifenstücke quasi von Foamy. Da gibt es einmal dieses feste Shampoo und auch ein festes Duschgel, beziehungsweise eine feste Dusche. Die gab es jetzt bei mir leider nicht im Rossmann, aber das feste Shampoo gab es für trockenes Haar mit Aloe Vera. Und ich dachte halt, ja, so 20 Gramm kann man auch, wenn man es nicht ganz so gern mag, einfach vielleicht gut aufbrauchen. Riecht auf jeden Fall echt gut und ich bin sehr gespannt, wie die sind. Die Formi-Produkte sollen ja wirklich sehr gut sein, deswegen werde ich die auf jeden Fall testen. Dann gibt es ja die Sana Pure-Reihe. Da wollte ich ja, als ich das letzte Mal im Rossmann war, schon Produkte von kaufen. Habe es aber dann nicht bekommen, weil die das noch nicht hatten bei mir im Nachbardorf. Jetzt waren wir aber im Rossmann weiter weg. Und da habe ich dann entdeckt den Isana Pure Reinigungsschaum. Das ist halt mal eine gute Abwechslung zu dem Waschgel und der Reinigungsmilch und dem Reinigungsöl, was ich benutze. Der soll halt auch von den Inhaltsstoffen sehr gut sein. Ist halt für die Reinigung vollkommen okay. Ist mit Niacinamid und Panthenol. Ist halt ohne Parfum, ohne Sulfatenside, ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mikroplastik. Und ich denke, so zur Abwechslung eben zu den anderen Reinigungsprodukten ist das vielleicht mal ganz angenehm. Und ebenfalls aus der Isana Pure Reihe wollte ich ja die Augencreme haben, weil die halt von Inhaltsstoffen auch gut ist und die schon pflegend ist, aber halt eben nicht so extrem reichhaltig wie die Urea Augencreme zum Beispiel von Balea. Also das ist eher so was Leichteres. Jetzt für den Sommer, dann für morgens will ich die noch verwenden. Die Augencreme sanft pflegend und regenerierend mit Hyaluron und Aloe Vera. Für jeden Hauttypen, für sensible Haut geeignet. Die will ich eben auch ganz gerne dann testen. Dann durften Masken mit, und zwar drei Stück. Zu einem habe ich endlich entdeckt von Isana die Tuchmaske Melonenliebe. Die gab es, beziehungsweise gibt es bei mir im Nachbardorf immer noch nicht. Da ist zwar dieser Schieber frei für die Maske, aber die ist nie eingeräumt, egal wann ich hingehe. Und jetzt gab sie aber im Rossmann weiter weg. Das ist die mit Melonenextrakt und Hyaluron und die wollte ich halt unbedingt haben. Deswegen bin ich froh, dass ich die jetzt ergattern konnte. Dann habe ich von Garnier Skin Active diese Tuchmaske endlich ergattert. Die gab es ja jetzt eine Zeit lang nur bei DM Online. Und jetzt gibt sie es eben auch in den Drogerien. Und da habe ich die jetzt bei Rossmann entdeckt. Garnier Skin Active
Die Ampullen-Serum-Tuchmaske mit Niacinamid und Grünkohlextrakt. Das ist eben eine LE, also die gibt es jetzt, denke ich mal, so für den Sommer noch. Die ist für ölige Haut, also die soll halt so ein bisschen ja, die Haut balancieren, überschüssigen Talg und Uneinheiten mildern, das Hautbild verbessern. Bin ich sehr gespannt drauf. Und dann gibt es ja momentan so einen Aufsteller von Rossmann. Also als ich im Rossmann war, gab es den auf jeden Fall noch. Und da haben mich drei Produkte angesprochen. Und zwar zu einem diese Tuchmaske von der Reihe mit Hyaluron und Aloe Vera. Früher war ich ja wirklich so, ich habe dann, wenn so Aufsteller rausgekommen sind, alles gekauft. Und dann hat mir halt das meiste oft nicht gefallen, wegen dem Duft einfach auch. Und deswegen habe ich jetzt so ein bisschen geguckt, dass ich wirklich nur das mitnehme, was mich wirklich anspricht. Da war es eben zu einer Tuchmaske. Hier muss ich sagen, so ein bisschen auch wegen Verpackungsopfer, aber die fand ich sehr interessant. Und was ich halt auch vom Duft her einfach super interessant fand, war diese Variante hier. Isana Handseife, du gibst mir Rückenwind, hier mit dem Elefanten und der kleinen Schnecke drauf, mit Passionsfrucht und Pfirsichduft. Und das hat mich halt vom Duft her sehr angesprochen. Ich habe auch schon dran geschnuppert und es riecht wirklich gut. Ich bin da sehr gespannt. Es sind 300 ml da drin und ich denke, auch die werde ich relativ bald verwenden, weil es halt wirklich sehr, sehr fruchtig und süß riecht. Und auch von der Duftrichtung habe ich mir hier die passende Handcreme dazu mitgenommen, eben weil mich der Duft sehr angesprochen hat und ich finde das Design so süß. Ist eben auch limitiert, also gibt es eben nur auf diesem Aufsteller. Auch noch ein Handpflegeprodukt habe ich mir mitgenommen, was ich auch super interessant fand, und zwar die Isana Handmaske im Handschuh mit Kokos- und Macadamianussöl. Da habt ihr jetzt gesehen in meiner Pflegekiste, dass ich da die Variante mit Avocado mit in meine Pflegekiste genommen habe. Und diese Variante ist jetzt halt eben neu und auch limitiert und die kann man 2 bis 3 Mal benutzen. Also 2 bis 3 Mal verwendbar. Man soll das dann quasi nach der Anwendung ja in den Kühlschrank tun, in einer ja, Frischhaltebox, und dann kann man es innerhalb von 4 Tagen nochmal benutzen, also noch 2 Mal quasi dann benutzen. Und das Ding kostet halt 3 Euro. Und wenn man halt überlegt, dass man es 3 Mal benutzen kann, finde ich es eigentlich vom Preis her wieder ganz okay. Deswegen wollte ich das gerne testen. Und dann durfte noch ein kleines Pröbchen mit bei Rossmann. Und zwar habe ich das eben in der Probenabteilung entdeckt. Das wollte ich gerne mal testen. Ich hatte noch nie ein Duschgel oder eine Dusche von Joy & Len, und zwar die reichhaltige Cremeöldusche. Mit Bio-Hafermilch und Kokosöl habe ich mir das rausgesucht. Ich glaube, es gab 2 Sorten, wenn ich mich nicht irre. Und ich habe mir jetzt die Sorte rausgesucht und die riecht echt gut. Bin ich sehr gespannt drauf. So, und dann kommen wir, würde ich sagen, zu Müller. Da ist auch so ein bisschen was mitgekommen. Zu einem ein neues Shampoo von Ghoul. Das wollte ich ganz gerne testen. Da gibt es 3 verschiedene. Es gibt auch noch ein grünes, das ist dann so mit Mangoduft. Und es gibt noch ein, nee, orangenes, das ist mit Mangoduft. Und ein grünes, das ist irgendwie mit irgendwas anderem, ich weiß es gerade nicht mehr. Habt ihr vielleicht in meinem Neuheitenvideo gesehen? Pflege und Glanz für normales Haar habe ich mir jetzt rausgesucht, einfach weil mich hier der Duft so ein bisschen mehr angesprochen hat. Acerola, Goji-Beeren, Granatapfel. Und das wollte ich eben ganz gerne testen. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Kostet relativ viel, 5 Euro finde ich schon krass, aber mal gucken, wie das so ist. Dann durften natürlich auch bei Müller einige Masken mit. Ich habe nämlich einige Neuheiten entdeckt. Zu einem von Cadea Vera, die Fresh Kaktus-Tuchmaske mit Kaktusfeigenextrakt, Aloe Vera Saft und Hyaluronsäure und Arganöl. Habe ich mir gleich 2 Mal mitgenommen, weil ich die halt super, super interessant fand. Und das Design fand ich auch so süß. Und das ist halt auch so eine bedruckte Maske. Ich mag die aber immer ganz gern von Cadea Vera, deswegen habe ich die mir jetzt mal mitgenommen. Auch neu ist hier diese Cadea Vera Vitamin C Hydrogelmaske mit Vitamin C, Hyaluronsäure und Orangenextrakt. Die fand ich auch sehr interessant. Bin ich gespannt drauf, wie die so sein wird. Und dann gibt es bei Müller eine neue Marke. Die Marke heißt, meine ich, 7 Days. Und da gibt es 7 Masken, wie der Name schon sagt, für 7 Tage. Ich habe mir aber jetzt die 2 rausgesucht, die ich halt so von Produkt, also von Inhaltsstoffen, sage ich mal, ganz interessant fand. Es gab auch ein Set mit allen 7 drin. Das hätte 20 Euro gekostet. Eine Maske kostet hier 3,50. Also man kann das schon sparen, wenn man dieses Set tatsächlich kauft. Und das hier ist jetzt die Go Vegan Monday Maske. Das ist mit Kokosnussextrakt und Hafer. Da bin ich sehr gespannt. Und dann einmal Go Vegan die Thursday Maske. Die ist mit Heidelbeerextrakt und ich glaube Feigenextrakt war es. Ich schaue gerade nochmal. Genau. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und ja, werde ich testen. Dann habe ich mir eine Handcreme mitgenommen. Die hat meine Mutter und ich liebe den Duft einfach. Deswegen habe ich die mir jetzt auch mal gekauft von Kneipp. Die Sensitive Handcreme mit Mandelöl,
Mandelblütenhautsalz. Ich liebe diesen Duft. Ich liebe diesen Duft. Beschützt trockene und sensible Haut. Ich mag das richtig gerne, die Handcreme von Kneipp. Deswegen durfte ich jetzt auch mit. Und dann habe ich Duschgele mitgenommen. Ich habe zu einem eine ganz neue Neuheit, ja, logischerweise eine Neuheit entdeckt bei Aveo. Die habe ich auch noch nicht online gesehen, und zwar von Aveo, die Limited Edition Pflegedusche Erdbeerküsschen mit süß aromatischem Erdbeerduft. Hydrocare Formel ist das hier. Also einmal dieses Produkt habe ich mitgenommen. Das riecht, vielleicht könnt ihr euch erinnern, es gab von Balea mal eine Reihe, die hieß Momente. Und da gab es verschiedene Duftvarianten. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall gab es ein Duschgel, das hieß Erdbeermomente-Dusche. Und ich finde, das riecht sehr, sehr ähnlich zu dem. Und die habe ich damals total gern gemocht. Deswegen durfte das auch mit. Und dann, das habt ihr vielleicht auch in meinem Neuheiten-Video gesehen, dass ich das mir kaufen möchte. Die Cremedusche Auszeit für mich mit Sanddorn-Joghurt-Duft. Ich habe tatsächlich nicht ganz so viele Produkte mit Sanddorn bisher gehabt. Und ich fand die einfach super interessant. Und wenn ich so, dann riecht die halt sehr speziell. Deswegen, ich bin gespannt, wie die ist. Dann habe ich ein neues Duschgel entdeckt. Da muss ich dazu sagen, das habe ich mir nicht gekauft. Ich war ja Anfang Juli mit der Lena im Europapark. Wir haben uns da zum ersten Mal Und getroffen. sie war, bevor wir uns getroffen haben, im Rewe und hat mir ein Bild davon geschickt. Und ich meine aber, dass ich das auch im Müller gesehen habe. Das hat sie mir also so mitgebracht. Das habe ich nicht bezahlt. Von Duschdas, das Pfirsichduschgel mit Pfirsichduft. Das fand ich sehr interessant. Deswegen habe ich mir das, habe ich ihr gesagt, sie soll das bitte mitbringen für mich. Dann habe ich hier eine Bodylotion gekauft von Aveo. Und zwar die Bodylotion Avocado in Lemon mit frischem Duft, feuchtigkeitsspendend. Ist auch eben super neu. Habe ich auch noch nirgends entdeckt gehabt, auch online nicht. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ist ein sehr spezieller Duft. Also ich bin ja nicht ganz so der Avocado-Fan, aber das ist so eine ganz, ganz interessante, ja, Duftzusammenstellung. Also da bin ich auf jeden Fall super gespannt drauf. Und dann durften aus der Barfuß Summer Vibes Reihe zwei Produkte mit. Einmal die Fußmaske mit Kaktusfeigenextrakt, Panthenol und Keratin. Das ist eine Limited Edition. Und einmal passend dazu das Fußpeeling. Genau, das sind Panthenol, Anthocyanin mit Kaktusfeigenextrakt. Ist limitiert. Tatsächlich, als ich das gesehen habe auf einem Bild auf Instagram, sah das für mich aus, als ob das einfach nach Blumen riecht. Aber tatsächlich ist das mit Kaktusfeige. Also soll wohl so ein bisschen fruchtig riechen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Werde ich testen. Und genau, das war es auch schon wieder. Das waren alle Produkte, die ich gekauft habe. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.